Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Poly Simulator hier bei Heisenberg Zockt, Brighton Department. Okay, hier sind wir und hier arbeiten wir. Und jetzt gehen wir mal raus und gucken, ob wir nochmal einen Unfall finden. Denn es gab da einen schönen Kommentar, was man da alles besser machen kann. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar, weil, ja, ich kenne das Spiel ja auch noch nicht wirklich. Also, wir schauen mal. Wir fahren und dann sollte wahrscheinlich irgendwann gleich mal eine Meldung reinkommen. Und jetzt würde ich gerne das Fahrzeug dann am Schluss ungefähr wieder so zurückgeben, wie wir es hier empfangen haben. Sprich, ohne Beule. Aha. Gerne. Ich höre Regierung. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person. Oh, ja, ja. Es gab ein Update. Guck mal da unten. Neue Informationen. Der vermutliche Aufenthaltsort wurde aktualisiert. Okay, das hatten wir schon. Jetzt wieder die Gretchenfrage. Machen wir das mit Sirene oder ohne? Ihr seid wahrscheinlich ganz dankbar, wenn ich es ohne mache. Weil, was mache ich eigentlich hier? Die Sirene ist irgendwie anscheinend relativ laut. Ich habe eine andere Soundkarte auf meinen Kopfhörern. Also ich höre das nicht gleich laut wie im Video drin. Das ist immer ein bisschen, hallo, immer ein bisschen ungünstig. Ich kann aber die Sirene in dem Sinn nicht leiser machen. Das ist ein bisschen das Problem. Ich werde deswegen ein bisschen sparsamer damit umgehen. Versprochen. Weil das Ziel das Ziel von so einem Video jetzt ist ja nicht, dass ihr nachher nichts mehr hört. Um Gottes Willen. So, wo muss ich lang? Irgendwie links oder rechts, okay. Ach, hier oben. Nee, das ist... Ja, das ist irgendwie... Ja, ich fahr mal. Oh, schwere Körperverletzung. Okay. Ja, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich um alles. Das ist ein bisschen das Problem. Und dann hat noch irgendeiner wieder keinen Blinker mehr gesetzt. So, jetzt aber schwere Körperverletzung. Achtung, stellt vielleicht... Ja, schwerer Unfall. Stellt vielleicht irgendwie die Lautstärke ein bisschen runter. Ich werde die Sirene bemühen. So, weil bei mir geht's, aber bei euch dröhnt's, glaube ich, wirklich alles zusammen. So, ich habe Lalü an. Würdet ihr bitte Rücksicht darauf nehmen? Ach, echt jetzt? Come on. Ja, ich fahre jetzt einfach. Wenn es hier Kollateralschaden gibt, gibt's den. So, das müssen sie vielleicht noch ein bisschen patchen. Weil ich würde jetzt mal sagen, in der Realität, wenn ein Fahrzeug so daherkommt... ja, dann machen die Platz. Ja, die machen jetzt sogar ein bisschen Platz. Okay, da sieht man, sie fahren rechts ran, beziehungsweise links in dem Fall. Und ich müsste noch ein bisschen darauf achten, wo ich hin muss. Aber ich glaube, im Moment passt. Aber es ist halt schon, es gibt dann immer solche Ausreißer, die dann irgendwie so komisch fahren. Zess. Ja, ja, das mit dem Blinker ist mir ja relativ schnuppe. Die holen wir uns dann später mal. Oh, was? Einmal, okay, das klappt nicht, dass ich das Fahrzeug so zurückbringe, wie ich es bekommen habe. So, Sirene weg. Blaulicht lassen wir an. Weil hier ist das Plus-Minus. Nee, hier ist es eben doch nicht. Wo muss ich denn hin? Jetzt wird es irgendwie wieder... Ich muss, glaube ich, drehen. Ich drehe mal. 140. Nein, das ist auch nicht, wo ich hin muss. Hier runter. Ist auch nicht, wo ich hin muss. Okay. Ja, irgendwie die Zahl wird, egal wo ich hinfahre, größer. Das würde heißen, wir wären eigentlich dort, wo wir hin müssen. Jetzt wird es wieder ein bisschen kleiner. Jetzt wird es wieder größer. Na, sag mal. Ach so, ich muss hier vorne rechts. Okay, Lalü lasse ich jetzt. Ja, und schon kachelt's wieder. Mein Gott, gleich haben wir... sie können den Tag nochmal beginnen. Weil sie haben schon wieder Fahrzeuge zerstört. Ja, jetzt wird's wieder kleiner. Okay, also die Zahl oben meine ich. Hier irgendwo müsste das doch sein. Wir müssen ja den Tatort untersuchen. Der ist in dem Sinne nicht mobil. Sondern der Tatort müsste dort sein, wo er eben ist. Düsen wir mal nach hier hinten. Es ist aber auch irgendwie als Polizist, man müsste geradezu Fährtenleserfähigkeiten haben teilweise. So, jetzt müsste es aber langsam passen dann. Wo ist hier ein Tatort? Ich sehe ihn schon, da hinten. Ist das nicht sogar Kollege Tatort, den wir schon hatten? Das lassen wir mal hier stehen, das Fahrzeug. Ach du Grüne, sieht das schon wieder aus. So, ich bin jetzt am Tatort der Körperverletzung angekommen. Jetzt ist natürlich, ich möchte primär eigentlich den Mann finden, der hier zugeschlagen hat. Zeugen. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ja, Officer. Ich weiß sogar, wer das okay. war. Bitte eine Personenbeschreibung. Ich habe genügend Infos, um mit der Suche zu beginnen. Ich könnte aber auch die verbleibenden Zeugen befragen. Ich übernehme das. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person. Hier, eine Frau? Okay. Alles gut, einen schönen Tag noch. Ja, dann suchen wir die. Ich würde aber auch ganz gerne, ich finde, das wäre das Mindeste, dass wir hier noch schnell gucken, dass ein Rettungswagen kommt. Ich habe hier eine verletzte Person, RTW erbeten.
Das ist dann doch fast wichtiger, finde ich. Als, muss ich bei ihr auch noch? Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbitten. Jetzt aber nicht wie bei den Abschleppwagen, von wegen, wir können es gerade nicht finden. Wir kommen dann irgendwann in den nächsten 24 Stunden. Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbitten. Ich denke, es wäre relativ wichtig, dass sie das umgehend machen. Also. Wir suchen ein Fräulein. Das ist sie nicht, okay. Die sieht aber genau gleich aus. Guck mal. Die sieht da jetzt wirklich exakt genau gleich aus. Oh, da kommt die Rettung. Wow, schon cool gemacht. Aber eben, absperren müssen wir noch können. Und es hat niemand geschrieben, leider, wie ich diese Leuchtnotstäbe verwenden kann, mit denen man Unfallorte abdingselt. Ja, aber das ist jetzt natürlich wieder relativ, wie soll ich sagen, zufällig, ob ich die finde oder nicht. Ich meine, wenn ich sie finde, dann werde ich sie wahrscheinlich erschießen. Nein, aber irgendwie, also ich meine, das ist dann doch jemand, der hier übel zugeschlagen hat. Und das noch als junge, zierliche Frau, sag mal. Wo sind wir denn hier gelandet? In Amerika halt. Kann ich hier Zeugen befragen? Nein? Hätte ja sein können, dass ich hier fragen kann, ob jemand die Frau gesehen hat. Wir haben halt kein Signalement. Also von daher ist es halt schwierig. Bin ich schon wieder zu weit weg? Fragen über Fragen? Hier, da, guck mal. Das ist sie nicht, aber die sieht genau gleich aus. Wie soll ich denn rausfinden, wer es ist, wenn die alle gleich aussehen? Ich denke, mit dem Auto können wir das bleiben lassen. Also mit dem Auto werden wir hier nie jemanden finden. Ja, ganz viele Leute, sehr gut. Das ist eine gewisse Auswahl. Das ist er auch nicht. Nein, war mir eigentlich klar. Ich dachte, ich kontrolliere es trotzdem. Ja, die sehen halt alle wirklich aus wie die Gesuchte. Also nicht, ah, aber jetzt sehen wir hier. Okay, sehr gut. Ja, okay, fast ein bisschen die Geister stimmen, wenn alle das Gleiche sagen. Aber trotzdem cool gemacht. Und meine kaputte Karre steht auch noch da. Das ist auch schön. Dann gehen wir mal nochmal gucken. Aber ich fürchte, wir werden die nicht finden. Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte, wo man suchen muss, die ich hier irgendwie übersehen habe? Oh, sie ist es. Sie flieht. Stehen bleiben. Nein, nicht die Radarpistole. Mach den Taser. Da. Das war, glaube ich, zu weit weg. Los, lauf, lauf, lauf. Ja, schweren Unfall. Im Moment nicht. Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Genau. Ich hätte den gerne übernommen, aber... Auch zu weit weg. Schade. Wir machen eine Abkürzung. Lauf. Haben wir keine Munition mehr? Ach komm. Stehen bleiben. Das müsste man halt auch rufen können. Teilweise macht er das automatisch. Sama. Wie nah muss ich da ran, dass ich das Weiße in ihren Augen sehe, oder? Oder schieße ich daneben? Das könnte ich auch sein. Jetzt halt, steht sie. Polizei! Aha, okay. So, jetzt aber. Da machen wir gleich mal Handschellen. Viel mehr brauchen wir nicht. Ich muss sie festnehmen, wegen Körperverletzung. Was? Ja, das... halt. Genau. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Schon wieder? Ich kümmere mich drum. Schon wieder eine schwere Körperverletzung. Jetzt geht's aber rund hier. Kann ich die denn so stehen lassen oder haut die ab? Die müsste man hier festmachen. Weil, ja, die flieht doch. Bis jetzt hier der Gefangenentransport kommt. Ich muss natürlich jetzt schauen... Ja, vor allem primär muss ich mal noch gucken, wo mein Fahrzeug ist. Ach du grüne Neune. Ich habe keinen Plan mehr, wo mein Fahrzeug ist. Ich glaube, die wartet. Wir können ja mal schnell gucken. Punkte haben wir gekriegt. Gegründetes Anlegen, rechtmäßige... Jawohl, das passt alles. Gut. Wo ist diese andere Körperverletzung? 700 Meter, da brauchen wir das Fahrzeug. Ach, da kommen sie schon. Ja, sehr gut, Milady. Nehmen Sie die Frau mit. Die hat irgendwie nicht alle Tassen im Schrank. Die haut hier grundlos Leute zusammen. Mit ein bisschen Glück finde ich jetzt unser Auto wieder. Das müsste irgendwo hier hinten sein, durch einen Park durch. Und dann irgendwie links. Oder hat es einen fröhlichen Despawn gemacht? Och nö, komm. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, mein Fahrzeug zu finden? Da versagt meine Stimme. Ich bräuchte, Kollege Polizeicomputer. Habe ich da eine Markierung drauf? Da, da ist das Auto. Okay, dann lass uns mal dahin düsen.
Habe ich eine Karte? Ja, 130 Meter. Gut, passt. Ich weiß, das macht man auch nicht mitten auf der Straße. Aber das war jetzt wichtig, weil eben, wir haben wieder einen Tatort. Da müssen wir jetzt zügig hin. Ich hätte zwar jetzt lieber den schweren Unfall gehabt. Weil eben, dort sollte man eben teilweise, also nicht nur teilweise, man sollte gucken, die Leute, die in den Unfall involviert sind, ob man denen nicht irgendwelche Strafen aufbrummen kann. Du hast dein Ziel erreicht, okay. Ach so, ja, das Auto halt. ja, man kann denen wahrscheinlich auch Strafen aufbrummen, weil man hat jetzt gesehen, teilweise sind die Strafen eben anders. Die nehmen sozusagen Rücksicht auf das, was man gerade macht. Also wenn wir irgendeinen Falschparker büßen, dann ist dort nicht die Körperverletzung drin. Ist das alles, was wir hier noch an Tempo entwickeln? Okay. Achtung, Sirene. Ist wichtig. Gefährlich. So, einfach der roten Linie nach, dann müsste das eigentlich klappen. Haben wir eigentlich einen Blinker? Ich glaube, blinken könnte man theoretisch eben auch noch. Aber muss man blinken, wenn man die Sirene anhat? Das heißt ja sowieso, geht mir alle aus dem Weg. Oh, jetzt bremsen, das ist gefährlich. Ich komme ins Rutschen. Da vorne rechts. Ja, sie gehen schon zur Seite. Zumindest teilweise. Nicht alle, aber teilweise fahren die Fahrzeuge wirklich rechts ran. Oder sie bleiben sogar stehen. Sehr gut. Weil so sollte es ja sein, wenn man eben mit der Sirene unterwegs ist. So, ein bisschen langsam, auch wenn wir eine Sirene haben, ist es relativ gefährlich, wie man sieht. Ja, da hat es auch fast schon wieder gekachelt. Ihr müsst halt auch ein bisschen aufpassen, ihr anderen. Nicht nur, weil Kollege Lalü da ist, müsst ihr nicht ineinander reinfahren. So, wo ist mein Tatort? Noch 300 Meter. Sirene weg. Die Sirene ist ja primär wirklich nur da, damit man durch den Verkehr durchkommt. Ja, irgendwo hier müsste das dann langsam sein. Wahrscheinlich hier vorne. Ne, nochmal einmal um die Kurve rum. Tatsächlich. So, nehmen wir noch kurz den Gehsteig mit, abgekürzt. Gibt es da nicht einen schnelleren Weg? Also irgendwie habe ich das Gefühl hier... Oh, ich muss da links. Achtung, Moment. Oh Gott. Irgendwas, was wackelt denn jetzt hier noch? Ja. Oh, habe ich jetzt verdattelt? Guck mal. Nö, jetzt ist es weg. Ach, come on. Ja, aber das gibt's doch nicht. So ein Tatort löst sich auch nicht in Luft auf. Das kann mir jetzt auch keiner erzählen. Hier wäre es wahrscheinlich gewesen. Liegt da noch jemand? Nö, da ist eigentlich alles okay. Wir könnten Strafzettel ausstellen, aber ich muss gestehen... Da habe ich jetzt irgendwie keine Lust zu. Ich mache es trotzdem mal schnell, weil der steht hier falsch, würde ich behaupten. Oh, das Auto. ja, dann noch hier. Ne, das ist nicht die Feuerwehr. Ich dachte gerade, der steht tatsächlich vor der Feuerwehr. Aber der steht definitiv bei keiner Stellfläche. Ich hoffe, dass die Punkte müsste. Jawohl, 10 Stück, sehr gut. Ja. Los, bringt nochmal einen Verkehrsunfall. Das würde ich jetzt tatsächlich gerne machen und gucken, ob man da das, den Balken nicht doch irgendwie voll kriegt. Wir bräuchten... Nee, wisst ihr was, das werde ich jetzt mal ablehnen. Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Genau, aber das Auto müsste mal irgendwie noch neu, wir bräuchten ein neues Auto. Scheinwerfer wäre die 4. Oh, und wisst ihr, was es natürlich auch noch gibt, das ich jetzt ganz vergessen habe. Ich steige mal kurz aus, guck mal. Wenn das klappt... Jawohl! Sehr nett. Danke für den Tipp. Mit der 9 kann man eben die Mütze anziehen. Und die braucht man doch. Wir sind ja schließlich Polizist. So, man reiche uns einen Unfall. Nicht irgendwelche Blinker und bla bla. Oder ist er gerade in der Nähe? Werden wir den schnell verhaften, foltern? Nein. Aber, ja, nee, ich möchte jetzt auch nicht Blinker. Ich möchte jetzt hier tatsächlich... Moment, das muss ich wegnehmen. Wir sind nicht im Einsatz. Dann brauchen wir auch kein Blaulicht. So, düsen wir hier mal ein bisschen rum. Ja, aber da hat man gesehen, wenn man halt zu lange hat, dann ist tatsächlich sogar so ein Tatort dann einfach weg. Wahrscheinlich, weil halt eine andere Streife sich dann dem annimmt. Kann ich auch irgendwie logisch. Da ist ja Eile geboten. Aber wenn es halt zu weit weg ist, ist er zu weit weg. So, hier haben wir, glaube ich, schon mal Radar-Kontrollen gemacht. Wenn ich mich nicht täusche. Ach, Geschwindigkeitsmessung können wir eben jetzt vom Fahrzeug aus machen. Das ist natürlich praktisch.
Steht hier noch einer falsch, dann würde ich den noch schnell... Sehe ich von hier aus, ob die Dingens abgelaufen ist? Nee, auch nicht wirklich. Naja gut, ich möchte jetzt aber auch nicht aussteigen. Ich möchte jetzt einen Unfall haben. Ich weiß, das ist irgendwie kein frommer Wunsch. Aber wäre doch schick, damit wir das mal testen können. Aber eben irgendjemandem wirklich noch eine Strafe geben können. 35, okay. Ja, es ist rot, da müssen auch wir warten. Also wenn wir nicht im Einsatz sind und irgendwie wir dampfen, also wir rauchen, also irgendwie kaputt das Ding, gibt's doch nicht. So, wer hat keinen Blinker gesetzt? Wer war das denn? Ich sehe keinen. Ach, der da. Ja, da muss man schon, doch, da muss man schon so. Und gleich mal, mach mal weg. Mach mal den rein. So, Kollege. Kann ich jetzt normal mit dir reden oder muss ich dafür diese Wartekelle haben? Geht, glaube ich, so nicht. Okay, ich brauche Kollege Kelle. Der Fahrer konnte mich nicht sehen. Ja, der Fahrer. Was mache ich denn jetzt mit dem? Das gibt's nicht. Jetzt fährt er wieder. Ja, mir ist egal, ob der mich sieht. Der soll, der hat den Blinker nicht. Ja. Und ich kann da nichts machen. Interagieren geht nicht. Ja, das ist ja merkwürdig. Muss ich da die Pistole ziehen, damit er reagiert? Nein. Naja gut, lassen wir. Oh, das Auto. Okay, das ist ja... Ja, mal gucken. Einziehen müsste dann natürlich irgendwann mal noch sein. Das war tatsächlich das Auto heile lassen. Und dafür müsste ich halt irgendwie vernünftig fahren. Was machen die hier? Oh, da hat's geknallt. Guten Abend. Ist zwar kein schwerer Unfall, ist aber ein Unfall. Der wurde, glaube ich... Ach doch, guck mal. Da ist ja aufgepoppt, das Ganze. Wir brauchen mal Ihren Ausweis. Den Versicherungsschein, bitte. Jetzt hat absperren. Bitte schön, weiß das wirklich niemand, wie man diese Lichter benutzt? Also, 29, das passt. Er hat aber keinen Versicherungsschein. Und ist auch noch nervös zu allem hin. Das gibt dann schon mal einen Verstoß. Fahrer, kein Versicherungsschutz. Sie bekommen einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz. Genau, und der ist hinten drauf gefahren. Sie vermiesen mir den Tag. Wenn er nervös ist, was ist dann? Ja, ich mach mal den hier. Tatort, schwere Körperverletzung. Da habe ich jetzt gerade keine Zeit. Entschuldigung. Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ja, glaube ich. Ganz durcheinander. Ich glaube, wir werden den Hintermann auch büßen müssen, weil eben ist eigentlich immer der Schuld, den der hinten Führerschein ist. Und wenn möglich den Versicherungsschein. Wenn er halt nicht bremsen kann, das kennt man ja. So, bitte. Bitte schön, Officer. Dankeschön. Hast du beides? Ja, die hat beides. 22, Waffenschein. Wow, okay, da kriege ich gerade ein bisschen Respekt. Müsste eigentlich auch passen. Sonst hätten wir oben ja eigentlich auch eine Meldung jeweils. Okay, dann schnappen wir uns mal... Kollege... Nein, jawohl. Wir haben hier tatsächlich nichts, um das Ganze abzusperren. Das ist schon irgendwie merkwürdig. Irgendwie so Pylone oder so. Das wäre halt tatsächlich wünschenswert. Und warum da hinten immer Schäden sind, wenn sie vorne reinfahren? Und jetzt habe ich wieder die Meldung, ist ausreichend. Das ist aber irgendwie ja nie der Fall. Wenn ich jetzt den Unfallbericht abgebe, dann sagen die Leute wieder, da könnte aber mehr drinstehen. Ja, wenn das Spiel mir sagt, ist okay, also bitte lächeln. Nee, die wollen wir nicht. Also das macht man nicht. Hier ist 4562. Ich suche nach der verdächtigen Person. Okay, also wurde übernommen. Das passt. Dann können wir mal gucken. Kann ich ihm wegen dem Unfall was machen? Unterboden, getönte, abgelaufen, gesprungene Frontscheibe, was wir nicht alles haben, defektes Rücklicht, das weiß ich ja alles nicht. Je, nein, das hatten wir schon. Fahren. Geschwindigkeit, Stoppschild, rote Ampel, kein Blinkzeichen. Aha, da haben wir das, kein Blinkzeichen. Man sieht aber, ich kann ihm nicht einen Strafzettel geben, weil er irgendwie, ja, den Abstand zum Beispiel nicht eingehalten hat. Das wäre ja eine Möglichkeit, warum es gekracht hat. Eigentlich schade. Ach, echt schon wieder? Okay. Na gut, dann geben wir mal den Unfallbericht ab. Wahrscheinlich werden sie wieder sagen, da fehlt okay. Die Hälfte. Hier ist Ihr Unfallbericht. Scheint quasi nutzlos. Ja, eben. Es ist ja. Was soll's? Ja, sonst, ich kann dich natürlich verhaften, dann ist er weniger. Das war's dann. Sie können fahren. Nutzlos.
Ja, und bei ihr das Gleiche. Oder liegt hier noch was am Boden, was ich übersehen habe? Nein. Aber eben, ihr habt ja gesehen, ich konnte ihn in dem Sinn nicht büßen. Oder kann ich sie vielleicht büßen aus irgendeinem Grund? Mal gucken, was für Verstöße hier sozusagen vorgeschlagen werden. Unterboden, getönte. Nee, das ist alles nicht, was ich brauche. Fahren. Unfall verursacht halt. Nee, hier ist auch nichts. Ich weiß halt nicht, wer hier geblinkt hat und wer nicht geblinkt hat. Ja, ich weiß. Ihr Unfallbericht. Ja, ich weiß, da fehlt die Hälfte. Nutzlos. Ja, ja, ist nutzlos. Ja, ist doch. Geh doch nach Hause. So, fahren kannst du ja noch. Im Gegensatz zu mir ist dein Auto noch heile. Also im Gegensatz zu meinem. Gut. Schicht beendet. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz schnell in den Polizeicomputer rein. Regalier mich nicht. Mit M war doch der Polizeicomputer. Mein M funktioniert nicht. Okay, gut, dann folgen wir irgendwie den Markierungen oben und unten. Ich glaube, es ist egal, wo wir hinfahren. Wir müssen einfach zu einer Polizeistation. Man sieht es ja oben, da sind verschiedene Möglichkeiten. Jetzt wird die Zahl wieder größer. Warum funktioniert denn mein M nicht? M war doch Polizeicomputer. Muss ich dazu aussteigen und allen Ernstes irgendwie dann den anderen Polizeicomputer verwenden? Wir fahren mal hier lang. Irgendwo muss doch hier... Oh, okay, das war auch nicht schön. Ist das nicht die Polizei hier? Nee, dann müsste es doch angezeichnet sein oder eingezeichnet sein. Ich muss mal ganz kurz diesen, weil irgendwie im Auto drin funktioniert allen Ernstes. Ach, wenn ich stehe. Okay, das kann ich nicht während dem Fahren machen. Warum auch immer. Gut. Aha, da haben wir es doch. Wo sind wir? Wir sind hier unten, jenseits von irgendeiner Polizeistation. Düsen wir doch mal hier hin. Ja, okay. Jetzt wäre es noch praktisch, wenn man hier die Farbe ändern könnte, damit man wirklich sicher ist, dass man der richtigen Linie folgt, sozusagen. Müsst ihr mal durch, dankeschön. Weil ich muss, glaube ich, hier vorne dann irgendwie... Jawohl, da muss ich rechts, so wie es aussieht. So, ich weiß, das ist auch eher Harakiri, aber wir haben sie eilig. Ist das richtig? Ich glaube, ja. Da ein bisschen müsste man halt schon auf die roten Ampeln achten, weil wir sind nicht, wie soll ich sagen, für einen Polizisten herrscht nicht Anarchie, dass er einfach machen kann, was er will. Aber es ist ein Spiel und ich möchte jetzt für einmal wenigstens halbwegs schnell zurück zu unserer zu unserer Polizeistation und nicht jedes Mal ewig lange suchen. Ach, hier ist es doch schon. Guck mal, wie cool ist das denn? Ja, ein bisschen... Wie soll ich sagen, Routine und schon funktioniert das. So, morgen hätte ich dann gerne ein neues Fahrzeug. Das hier ist kaputt. Das war ein Randale, Kollege. Der hat da einfach mit dem Fuß reingetreten. Ich habe es genau gesehen. So, geh rein. Guten Tag. Wo ist mein Computer? Da ist er doch. Dann wollen wir doch mal schauen, was soll. Der hat schade, leider kein schwerer Unfall. Aber dafür haben wir tatsächlich Gewaltverbrechen aufgeklärt und die Frau verhaftet. Das müsste eigentlich schon auch was an Punkten geben. Jawohl, hat sogar ordentlich gegeben eigentlich. Da sieht man es. Kriegen wir da was Freies, gratis, neu dazu? Nein. 764 von 900. Okay. Woche 2 beendet. Wir haben immer noch keinen Urlaub genommen. Wir müssen mal irgendwann Urlaub nehmen. Wo müssen wir hin? Downtown, Finanzdistrikt. Machen wir mal Brixton. Geht nicht. Was muss ich machen? Geht nur Melting Point. Okay, neue Schichten. Akzeptieren. Und wir düsen nach. Ne, das ist zu Fuß. Fußstreife. Nein, machen wir sicher nicht mehr. Wir gehen nach hier unten, würde ich sagen. Oder wo sind wir denn im Moment? Sehe ich das irgendwo? Ist das irgendwo markiert, wo ich gerade stehe? Schichtinfos. Freier Modus. Aha. Ich mach das mal. So, dann haben wir etwas. Und das wird jetzt geladen natürlich. So, und jetzt haben wir's. Das heißt, wir können hier morgen weiterspielen. Dann hoffen wir mal, dass wir noch einen schweren Unfall kriegen. Ich weiß, eigentlich ein bitterböser Wunsch, aber ihr wisst warum. Ich möchte testen, ob wir diesen gelben Balken mal noch voll kriegen. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder hier beim Police Simulator. Macht's gut. Bis denne. Tschüss.